euch, Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid gesund und könnt die schönen Sonnenstrahlen geniessen. Ja, ich freue mich auf eine weitere Yogastunde virtuell dürfen zu unterrichten oder aufzuzeichnen. Was ich heute mit euch möchte teilen ist, jetzt gerade dreht sich viel ums Negative, um Tod, um Krankheit und wie kann ich überleben, wie kann ich finanziell überleben, wie kann ich auch gesundheitlich überleben. Es tönt viel nach Kampf und nach viel Energieverbrauch. Und ich finde, dann ist es umso schöner, wenn man sich an kleinen Sachen im Alltag erfreuen kann und sich dem Schönen auch wieder zuwenden. Und jetzt gerade, wo es auch so schön Wetter ist für draußen, sich dem wieder ein bisschen zu öffnen, was jetzt ist, und sich wieder zu verbinden mit seinem Herz und der Herzenergie. Und mein Glücksmoment in den letzten Tagen ist, dass meine Zwillingsschwester einen gesunden Bub auf die Welt gebracht hat, obwohl ein bisschen hektisch und gerade wieder halt mit dem konfrontiert, was jetzt auf der Welt abgeht. Aber trotzdem hat sie einen schönen und gesunden Bub auf die Welt bringen. Und das sind einfach wunderschöne und wundervolle Momente, so Zeiten, wo man das Gefühl hat, nur alles ist negativ und es fühlt sich so anstrengend und schwer an, gibt das eine gewisse Leichtigkeit wieder im Alltag. Und meine heutige Praxis möchte ich am Lionel schenken und meiner Zwillingsschwester, damit ihr gut jetzt in dieser Welt könnt starten als Familie. Und so lade ich dich ein, auch jetzt dich dem positiven oder den wenigen Momenten, die man jetzt vielleicht findet im Alltag, die positiv sind, diesen Herzensmoment zuzuwenden. Vielleicht findest du jetzt einen für dich, wo du dich kannst mit deinem Herz, mit deiner Herzenergie verbinden und deine heutige Yoga-Praxis dem widmen. So lade ich dich ein, deine Augen zu schliessen und dich mit dem Herz zu verbinden, mit deiner Herzenergie. Geh mal schauen, was das in dir auslöst, was das für dich bedeutet. Und gleichzeitig lade ich dich ein, deiner Atmung zuzuhören. Geh mal hören, wie sie reinfließt und wieder rausfließt. Wie du da jetzt auf deiner Sitzunterlage aufsitzt, vom Boden direkt oder auf einem Block oder auf einer Küsse. Schau, dass du aufrecht kannst sitzen. Gut geerdet bist mit deinen Sitzbeinhöcken. Dein unterer Rücken lang ist und du an der Decke entgegen kannst wachsen. Lang in der Wirbelsäule. Gut verbunden mit der Erde. Lass die Atmung fließen und bis jetzt einfach dein beobachten. Und vielleicht hast du schon so einen Glücksmoment, einen Herzensmoment für dich gefunden. Sei es auch nur so kleine Momente. Versuch dich mit dem Gefühl, das entsteht, zu verbinden. Und vielleicht kannst du auch entdecken, wo das Gefühl sich ausbreitet in deinem Körper. Du atmest ein.
wieder raus. Und falls du im Aussen Geräusche hörst, sei es im Raum oder auch ganz draussen, draussen, außerhalb einfach von deinen Räumlichkeiten, dann versuch dich wieder zurück zu deinem Atem zu bewegen, respektive den Fokus auf deiner Atmung behalten und auf dem Gefühl, das sich mit dem Herzensmoment in dir ausbreitet. Atmest ein und wieder raus. So nimm das Gefühl von dem Glücksmoment, von deinem Herzensmoment mit in die jetzige Yoga-Sequenz. So bitte ich dich, deine Augen sanft zu öffnen. Dich nochmal gut zu verankern mit deiner Unterlage. Das heisst, ziehe deine Gesäßhälften nach hinten raus, sodass dein Sitz breit wird und deine Sitzbeine wirklich gut geerdet sind. Dann fang an, deine Schultern sanft nach hinten zu drehen, zu rotieren. Deine Hände auf deine Schultern nehmen und anfangen, grosse Kreiszeichen mit den Ellbogen in die Luft. Kreis einmal nach vorne. Und dann drehe wieder bewusst nach hinten. So zweimal. Und komm dann langsam zur Ruhe. Lass deine Arme wieder sinken. Nimm es dann einatmend nach oben, ausatmend neigst du dich zur Seite, wirst lang in der Flanke, einatmend lang werden, ausatmend zur rechten Seite. Nochmal ein und aus. Ein weiteres Mal ein. Lang werden und ausatmen. Zur Gegenseite. Nochmal ein. Und nochmal aus. Nochmal ein. Und aus. Nochmal ein. Komm jetzt in die Rotation, dreh dich zur linken Seite, häng dich rechte Hand an der Aussenseite von deinem Oberschenkel. Mach dich einatmend lang und ausatmend schiebst dein Brustbein voran zur linken Seite. Einatmen lang werden, wir gehen zur Gegenseite. Linke Hand einstützen an der Aussenseite von deinem Knie rechts. Lang werden, einatmen, ausatmen, Brustbein zur Seite schieben. Nochmal ein und nochmal raus. Nochmal ein und aus. Nochmal ein. Die Arme über die Seite nach oben. Dreh dann noch einmal deine Schultern nach hinten. Leg dann sanft deine Hände hinter deinen Nacken, also der Kopf lässt sanft in deine Hände hinein.
keinen Gegendruck, sondern einfach sanft deinen Kopf in deine Handschale hineinlegen. Einatmend öffnest die Ellbogen nach hinten, ausatmen nach vorne. Ein, darfst du gerne deine Augen schliessen, um bewusster zu wahrnehmen. Öffne dein Herzraum. Schieb dein Brustbein nach vorne rauf, aber bleib gut verankert mit deinen Sitzbeinhöcker. Mach das noch 3 Mal. Halte deine Augen geschlossen oder schliesse sie jetzt und lasse deine Hände auf deine Oberschenkel sinken. Und verbinde dich nochmal mit deiner Atmung. Geh nochmal nach innen schauen. Verbinde dich nochmal mit dem Gefühl und dem Glücksmoment. Und vielleicht kannst du wahrnehmen, wie du da ein Lächeln auf deinem Gesicht entsteht, ganz von innen aus. Und ich lade dich ein, jetzt das Lächeln auf deinem Gesicht entstanden ist, mit in die heutige Yoga-Praxis mitzunehmen, dein Gefühl in dir rein. Öffne dann deine Augen wieder bestimmt. Was du heute brauchst, ist, wenn du hast einen Gurt, das wäre optimal, einen Yoga-Block, wenn du hast, oder eine Decke oder ein Küssi. Wenn du keinen Gurt hast, kannst du einen normalen Gürtel natürlich nehmen oder dann einfach das als Frottetuch. Das geht auch. Ein kleines ist empfehlenswert, die grossen sind meistens ein bisschen zu gross für das, was man nachher damit dann macht. Dann bitte ich dich ganz als erstes mal deine Sitzunterlage auf die Seite zu legen und dich in die Child's Pose begeben. Nimm dazu deine Kniematte drei, deine grossen Zehen zueinander an. Lauf auf den Fingerspitzen nach vorne, dass deine Arme einen leichten Grundtonus haben und lass dich dann zwischen deinen Knien sinken. Wird weich zwischen den Schulterblättern. Lass los. Und verbinde dich auch da nochmal mit deinem Herzensthema. Mit deinem Lichtblick. Wird weich in deinen Gesichtszügen. Dann richte dich ein in deinem Vierfüßlerstand. Ich empfehle dir, deine Knie Hüftgelenke zu weit zu nehmen. Schau, dass deine Falten, Handgelenksfalten unterhalb der Schultern ungefähr platziert sind. Deine Finger ganz gut gespreizt sind. So hast du einen guten Stand. Deine kleinen Finger darfst du auch gerne fast bis an die Matte Aussenseite nehmen, damit du gute Stabilität. Dann fang an mit Einatmen, Blick nach vorne wandern, ausatmen und werden. Ein und aus. Nimm deine ganze Wirbelsäule mit. Zweimal. Und dann in den Rot zur Ruhe, in den einen Fuß nach.
schieb mal das Gesäß nach hinten. Und jetzt schieb mit Ausatmung deine rechte Ferse nach hinten und einatmen beide Kniebeugen. Ausatmen, links Ferse nach hinten ziehen. Einatmen beide Kniebeugen. Ausatmen, rechts Ferse. Mach das in deinem eigenen Atemrhythmus. Beugen und wieder strecken. Schau, dass deine Ohren ungefähr zwischen deinen Oberarmen platziert sind und dein Blick nach oben gerichtet ist. Stoß dich aus deinen Händen nach hinten auf. Halt deine Finger gefächert, das gibt eine gute Stabilität. Beuge einatmen, beide Knie, schieb dein Becken noch nach hinten auf und ausatmen. Schieb beide Ferse nach hinten unten und kommst in den ersten Hund. Und noch einmal. Lauf dann ganz langsam einen kleinen Schritt zwischen deine Hände nach vorne und lass dich ein erstes Mal über deine Beine sinken. Du darfst auch gerne deine Knie noch angewinkelt halten. Richte dich da ein, wie es dir angenehm ist. Jetzt pendle einmal von der Zehenspitze hinten auf die Ferse, ohne dass du die Fußsohle ganz weglaufst. Stell deine Fingerkuppe auf deine Matten ab. Kraftvoll. Und komm jetzt da in deinem Lot zur Ruhe, dass die Becken ungefähr über deinen Fesseln platziert sind. Schau, dass deine Füße Hüftgelenks weit stehen. Nimm die Arme einatmend über die Seite nach oben. Ausatmen, Hände vor das Herz. Jetzt verbinde dich da einen Moment im Stehen mit deiner Atmung. Nimm wahr, wie du getragen wirst von deinem Boden, von der Erde, kraftvoll, so dass du am Himmel entgegen kannst wachsen. Nimm die Stabilität wahr, den Halt, oder den Widerstand vom Boden gibt. So, dass du wachsen und lang werden kannst. Öffne dann deine Augen wieder. Bestimmt, jetzt darfst du deinen Gurt nehmen oder das Tuch, das du bereitgelegt hast. Ich drehe mich zu dir führen. Du darfst auch vorne auf der Matte stehen bleiben. Aber so siehst du mich ein bisschen besser. Jetzt musst du dir selber einrichten, wie lange du den Gurt brauchst oder wie lange das Tuch. Vielleicht musst du den Gurt relativ lang nehmen, dass du hinten runter kannst, den Gurt richtig kreuzbein bewegen. Ich tue ihn einmal halbieren. Passt dann mein Gurt. Schau, dass du einen guten Stand hast, indem du deine Füße hüftgelenksweit anstellst, die Zehen nach vorne gerichtet hast und das Steißbein nach oben ziehst. Das heisst, du richtest das Becken auf und hast einen langen Rücken durch das, also einen unteren Rücken. Mit der nächsten Ausatmung bewegst du deine Arme nach hinten unten bis zum Kreuzbein und einatmen. Nimmst die Arme wieder nach oben. Schau, dass deine Arme gestreckt bleiben, sonst bist du zu nahe mit den Händen. Kehr mich mal, dass du auch von der Seite das siehst. Halt deinen unteren Rücken lang und schieb dein Brustbein nach vorne auf. Wenn du das Gefühl hast, du spürst vorne im Brustbereich noch nichts, dann fass ein bisschen enger, sodass die Spannung vorne ein bisschen zunimmt. Und schaff gut mit deiner Atmung. Jetzt bleib dort, wo es am spannendsten ist. Dort, wo am meisten Zug wahrnimmst, vorne im Brustbereich. Brustmuskulatur,
Schieb dein Brustbein noch einmal nach vorne rauf. Bleib lang in der unteren Wirbelsäule. Und jetzt zieh mal deine Hände kleinfingerwärts. Als würdest du den Gurt oder dein Tüchlein auseinanderziehen. Wird wieder weich in deinen Gesichtszügen. Lass jetzt deinen Gurt ganz mit der Ausatmung nach oben sinken bis zum Kreuzbein. Und einatmend nimmst du es wieder nach oben. Ausatmen, Moment, Hand vors Herz. Schließ deine Augen und nimm wahr, wie sich jetzt deine Vorderseite anfühlt. Geh mal schauen, was sich vielleicht an deiner Atmung verändert hat. An deinem Gefühl in dir rein. Öffne dann deine Augen wieder und lass deine Hände wieder sinken. Dann darfst du deinen Gurt zweimal falten oder dein Tüchlein einfach so breit fassen, dass deine Hände außerhalb deiner Oberschenkel platzieren kannst. Schau, dass deine Handgelenke in der Verlängerung sind oder deine Hände in der Verlängerung sind von deinen Unterarmen. Und dann schiebe einatmend deine Arme nach vorne, ziehe es ausatmend zurück in die Schultergelenke, schiebe es nochmal einatmend nach vorne, ausatmend zurückziehen. Einatmen über den Kopf ziehen. Erde jetzt deinen rechten Fuß gut und neige dich ausatmend zur linken Seite. Werd lang in der rechten Flanke. Schau, dass deine Arme gestreckt bleiben. Und öffne deine rechte Seite. Bleib aber auch lang in deiner linken Flankenseite. Einatmen, rechten Fuß gut im Boden verankern. Und komm zurück, wieder in die Mitte. Mit deiner nächsten Ausatmung verankerst du deinen linken Fuß gut in der Matte und mit der Ausatmung neigst du dich zur rechten Seite. Linken Fuß gut geerdet halten. Schau, dass dein Becken da nicht ausweicht, sondern ungefähr im Lot bleibt über deinen Füßen, über deinen Fußgelenk. Wird lange beiden Flanken. Zieh dich in die Länge. Mit deiner nächsten Einatmung kommst du zurück in die Mitte, ausatmen, Hände vor das Herz, im Moment die Augen schliessen. Geh jetzt mal in deine Flanken, schauen, wie sich die jetzt anfühlen. Geh einfach mal beobachten, was jetzt ist. Öffne dann deine Augen wieder, lass deine Arme wieder sinken. Zieh noch einmal einatmen, die Schulter zu der Ohren, roll es nach hinten und lass es wieder sanft sinken. Verankere dich wieder gut mit deinen beiden Füßen. Einatmen, Arme nach vorne ausstrecken. Ausatmen, zurück, zieh Schulter. Genauso einatmen über den Kopf und ausatmen zur linken Seite. Jetzt, wenn du in der Seitenneigung bist, öffne dich unter dem rechten Arm durch, aber schau, dass dein Becken nicht mit ausweicht. Das heisst, die linke Beckenhälfte ziehst wieder ein bisschen zurück und trotzdem geht der Blick unter der rechten Schulter durch. Es gibt so wie eine Verschraubung. Einatmen, kommst wieder zurück ins Lot und ausatmen, neigst du dich noch ein bisschen mehr nach links. Mit deiner nächsten Einatmung kommst du zurück ins Lot. Ausatmen, Moment, Hände vor das Herz, die Augen schliessen. Öffne dann wieder deine Augen. Lass deine Arme sinken. Einatmend, Arme ausgestreckt nach vorne. Ausatmen, zurück, zieh Schulterblick. Einatmen, lang werden. Und ausatmen, zur rechten Seite neigen. Einatmen, verdrehen.
rechten Becken wieder zurück. Bleib aktiv in deinem unteren Bauch. Einatmen, zurück ins Lot und ausatmen, eigentlich noch ein bisschen mehr zur rechten Seite. Einatmen, zurück in die Mitte, ausatmen, Hände vor das Herz. Ich stehe jetzt wieder vorne an den Mattenrand an. Halte noch einen Moment deine Augen geschlossen und verbinde dich meinst mit dem Herzensthema, mit dem, was du dich jetzt heute willst verbinden, ein Lichtblick in der jetzigen Zeit. Öffne dann deine Augen wieder bestimmt, lass deine Arme sinken, nimm sie einatmend über die Seite nach oben, ausatmen in den ersten Stuhl, kraftvolle Füße. Kraftvolle Beine umarmen, Mittellinie, eine imaginäre Mittellinie zwischen deinen Beinen. Schau, dass deine Knie aber trotzdem nach vorne ausgerichtet sind. Und ausatmen, lass du dich ein zweites Mal über deine Knie sinken. Stell deine Fingerkuppen vorne auf die Matte, zieh dich einatmen, lang in eine halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganz in Verneigung. Jetzt einatmen, beide Knie beugen und strecke jetzt nur dein linke Bein wieder. Nimm deine rechte Hand Aussenseite an die Aussenseite von deinem linken Knie. Deine linke Hand an die linke Schulter. Und einatmen, öffnest du dich zur linken Seite. Und ausatmen, die linke Hand an den Becken. Einatmen, linke Hand zurück auf die Schulter, dreh dich nach oben ein und ausatmen, lass dich wieder sinken, ganz dankbar über deine beiden Beine. Fingerkuppen abstellen, sanfter Druck im Boden, einatmen, Blick nach vorne, halbe Vorbeuge, ausatmen, ganz in Verneigung. Einatmen, beide Knie beugen, ausatmen, nur das Recht. Den Knie strecken, nimm die linke Hand Aussenfläche an die Aussenseite von deinem rechten Knie, deine rechte Hand an die rechte Schulter, einatmen, öffne zur rechten Seite, ausatmen, rechten Arm zu der Decke strecken. Bist hier aktiv bis in die Fingerspitze, als wären die Sonnenstrahlen, die die Decke entgegen gerichtet sind. Einatmen, rechte Hand auf die rechte Schulter, dreh dich am Boden entgegen. Ausatmen, sitz nochmal verneigen. Einatmen, kraftvolle Füße, fahr mit der Fingerspitze über den Boden, ausatmen, im nächsten Stuhl. Bleib lang in deinem unteren Rücken, zieh die Steißbeine nach unten. Bei der nächsten Einatmung stoßest du dich aus deinen Füßen nach oben, ist da. Ausatmen, Hände vor das Herz, einen Moment, die Augen schliessen. Und du bist da wieder angekommen. Öffne dann deine Augen wieder bestimmt. Lass deine Arme sinken. Einatmen, nach oben, ausatmen. Mit deiner nächsten Ausatmung verneig dich wieder über deine beiden Beine. Einatmen, rechter Fuß zurück in einen Ausfallschritt. Schau, dass du hier ungefähr hüftgelenksweit stehst. Du kannst gerne den Blick nach hinten richten, dass du das kannst kontrollieren oder ausrichten. Bis kraftvoll hinein in den Zehen. Und vorne an den Standfuß. Öffne jetzt einatmen, das Becken leicht nach oben und ausatmen, lass es wieder sinken. Einatmen, weiter.
ausatmen, wieder sinken lassen. Mach das in deinem eigenen Atemrhythmus. Beim nächsten Ausatmen setzt du dein rechtes Knie ganz zäh auf die Matte ab. Und einatmend vorne auf dein Knie rauf und schiebst dich ausatmend nach vorne in deine rechte Liste. Öffne deine rechte Liste. Komm dann wieder einatmend sanft zurück. Ausatmen, nach vorne schieben. Schau, dass dein vordere Knie nicht fest vor deine Zehenspitzen ausweicht, sonst hast du vielleicht einen zu kurzen Stand. Mach das dynamisch in deinem eigenen Atemrhythmus. Ich atme gerne ein beim Hinterkopf und ausatmen kann ich dann in die Öffnung. Bleib dann da vorne, nimm deinen rechten Arm der Decke entgegen und neig dich ausatmen zur linken Seite. Schau, dass deine Schultern wegbewegst. Und deine Ohren. Einatmen, kommst zurück ins Lot und schieb dich dann ein bisschen zurück. Nimm deine Hände wieder ganz sanft in deinen Nacken. Öffne deine Ellbogen nach hinten und schieb dich jetzt wieder für in die Liste. Dein Brustbein darfst du gerne nach vorne aufschieben. Und in eine sanfte Rückbeuge kommen. Einatmen, deine Arme an den Ohren entlang der Decke entgegen. Mit deiner nächsten Ausatmung wieder absetzen auf die Matte. Bis jetzt kraftvoll in beiden Füßen, ziehe dein hinteren Fersen nach hinten. So kannst du in einen Ausfallschritt wiederkommen. Und einatmen. In einem höheren Ausfallschritt. Lass dich vorne in dein Knie sinken. Nimm dann deine Hand hinten auf dein Kreuzbein. Dreh noch einmal deine Schultern nach hinten. Schieb dein Brustbein nach vorne rauf und weite deinen Brustbereich. Du darfst gerne da bleiben oder dich an deinem vorderen inneren Bein nach oben sinken lassen. Und deine Arme über den Kopf bewegen. Nimm dann deine Hände zurück aufs Kreuzbein und öffne dich nochmal in Ausfallschritt. Lass deine Hände los, nimm es nochmal an den Ohren entlang nach oben und ausatmen, setz es zurück auf die Matte. Setz deine Hände gut auf die Matte ab. Nimm deinen vorderen Fuß zurück ins Brett und ausatmen. In den Hund, der nach oben schaut. Einatmen, führen ins Brett schieben. Und ausatmen über die Knie oder direkt auf die Matte absinken lassen. Lass deine Füße nach hinten aussinken. Drück deine Fußrücken gut in die Matte. So können sich deine Beine abheben. Ziehe die Steißbeine nach hinten unten. Roll deine Schultern zurück und schieb dich in den ersten Kurra. Schau, dass dein Gesäß entkneift ist. Und ausatmen zurück auf die Matte. Nimm einen Moment deine Hände unter die Stirn. Und los. Komm dann da zur Ruhe, nimm deine Hände wieder ganz präsent unter deine Schultern. Einatmen, die Zehen nochmal sitzen, ins Brett, ausatmen. Zurück in den Hund, nach oben schaut. Jetzt nimm einatmen. Dein rechte Bein ganz gestreckt an die Decke entgegen. Öffne dich zur rechten Seite, dass die Beckenhälfte über Beckenhälfte ist.
Fuß ist aktiv, auch in der Luft. Und stoß dich richtig aus deinen Händen nach hinten auf. Dreh dann dein rechte Bäckchen wieder parallel zum Boden. Deine Zehen zeigen zum Boden. Und stell dann deinen Fuß gerade vorne zwischen deine Hände. Jetzt fangen wir hier an, dein Bäckchen zu öffnen, zu mobilisieren. Einatmen, anheben, ausatmen, sinken lassen. Einatmen, sanft anheben, ausatmen, sinken lassen. Schau da, dass du genug weiten Stand hast, dass du eine gute Stabilität hast. Beim nächsten Ausatmen ziehst du ein zähes Knie, links Knie auf den Boden runter und setzt es auf die Matte ab. Komm dann einatmend führen auf dein Knie mit deinen Händen und schieb dich mit dem nächsten Ausatmen nach vorne in deine linke Liste. Einatmen, wieder ein bisschen zurückkommen, ausatmen nach vorne. Mach das in deinem eigenen Atemrhythmus. Bleib jetzt in der Liste, nimm einatmend deine linke Hand der Decke entgegen und neig dich ausatmend zur rechten Seite. Öffne deine Flanken. Schau, dass deine rechte Schulter weg ist von den Ohren. Einatmen, kommst zurück ins Lot. Nimm dann deine Hände sanft in deinen Nacken. Schieb dein Brustbein nach vorne rauf. Deine Ellbogen zeigen leicht nach hinten oder zur Seite. Und du darfst dich gerne noch mehr in deine linke Liste schieben. Und in eine sanfte Rückbeuge kommen. Einatmen im Sturm, richtig Decke, an der Ohren entlang. Und ausatmen, setze es zurück auf die Matte. Schieb dann dein Fersen nach hinten, so dass du wieder in einen Ausfallschritt, in einen höheren Ausfallschritt kannst. Einatmend, kommst nach oben und lass dich wieder sinken in dein vordere Knie. Nimm dann deine Hände hinten auf dein Kreuzbein, roll deine Schultern einmal nach hinten und schieb dein Brustbein nach vorne auf. Deine Arme streckst weg von deinem Kreuzbein und bleib da oder lass dich da an deinem rechten Bein an der Innenseite. Nach oben sinken und deine Arme über den Kopf, ausgestreckt über den Kopf bringen. Bis kraftvoll in deinen Füßen ziehen sie so metrisch zueinander an, so kann die Energie Richtung Becken fließen und ausatmend über deine Arme nach oben. Nimm dann einatmend deine Hände wieder aufs Kreuzbein, so das Gleichgewicht behalten. Und ausatmend zurück auf die Matte. Nimm die vordere Beine zurück ins Brett und ausatmen. In den Hund, der nach oben schaut. Einatmen, führen ins Brett. Und ausatmen direkt auf die Matte oder über die Knie. Schau, dass deine Füße auch wieder flach auf dem Boden liegen. Ungefähr hüftgelenksweit. Nimm deine Hände hinten aufs Kreuzbein. Dreh deine Schultern nach hinten und ausatmend. Deine Hände weg vom Gesäß und ziehe dich in eine Rückbeuge. Fussrück.
in die Matte Erde. Und ausatmen. Zurück auf die Matte. Nimm deine Hände wieder unter deine Stirn. Wiegeln von einer Seite zur anderen. Komm da zur Ruhe. Nimm deine Hände einatmend unter deine Schultern. Klapp deine Zehen unten. Schieb dich ins Brett. Und ausatmend in den Hund, wo nach oben schaut. Einatmen, links gestrichtes Bein, dick hinlegen. Der Fuß ist flex und aktiv bis in die Zehenspitze. Die Zehen sind gespreizt. Öffne dann deine linke Beckenseite über die rechte und schau jetzt einmal unter deiner linken Schulter durch, ob du deine Zehen noch anschauen kannst. Dreh dich dann wieder mit der linken Beckenseite am Boden entgegen und ausatmen, wieder absetzen. Einatmen für ein Strand und ausatmen auf die Matte. Fahr deine Füße wieder nach hinten raus. Deine Arme nach vorne. Und leg einen Moment deine Stirn auf die Matte ab. Verbinde dich auch hier mit deiner Atmung und mit dem Gefühl vom Herzensmoment. Atmen. Zwischen deine Schulterblätter hinein. Heb jetzt deine Stirn einatmend weg von der Matte. Atme einmal aus. Und mit der nächsten Einatmung nimmst du den linken Fuß und die rechte Hand weg von der Matte. Linke Hand und rechter Fuß erden gut im Boden. Ausatmen, rechte Hand, linken Fuß wieder absetzen. Einatmen, linke Hand, rechter Fuß nach oben. Sanft die Rückbeuge, Aktivität in deiner Rückseite. Ausatmen, wieder absetzen. Ein und rechter Arm, links Bein. Ausatmen, zurücksetzen. Einatmen, linken Arm, rechter. Ausatmen, wieder absetzen. Einatmend, nimmst beide Beine und beide Arme weg von der Matte. Fast so wie Flüge. Ausatmen, zurück auf die Matte. Leg deine Stirn auf deine Hände ab. Und atme mal in deine Rückseite, ein und wieder aus. Vielleicht kannst du wahrnehmen, wie sich auch die nach außen weiter bei der Einatmung und wieder zurücksinkt bei der Ausatmung. Nimm dann einatmend deine Hände unter deine Schultern. Öffne dich ein bisschen nach vorne und hol jetzt mit der rechten Hand den rechten Fuß. Nimm deinen linken Unterarm vor dich, so kannst du dich ein bisschen wegdrücken von der Matte. Deine Hände kannst, deine Finger kannst du gespreizt halten vorne. Das gibt dir noch ein bisschen mehr Stabilität. Zieh jetzt deine Ferse näher zu deinem Gesäß an. Ich empfehle dir, im rechten Fuß auch aktiv zu sein, deine Zehen zu spreizen. Schau, dass dein Knie, dein Rechte nicht nach außen ausweicht.
löse dann deinen rechten Fuß, dein rechtes Bein wieder, lass nach oben sinken, wechsle deinen Unterarm und hol mit der linken Hand das linke Bein, nimm es noch ein bisschen in die Mitte und bis dann hier aktiv, ziehe dein Fersi näher zum Gesäß. Und lass dann langsam wieder nach oben sinken. Nimm deine Hände unter deine Schultern. Einatmen, Zehen umsetzen. Auf ein Brett. Ausatmen, zurück in die Hand, die nach oben fällt. Einatmen, beide Knie beugen und setze es dann auf die Matte ab. Komm dann im Kniestand, schau da, dass die Hüftgelenke weit in Position hast. Mach dann Füße und leg sanft auf deine Lendengegend. Dreh deine Schultern noch einmal nach hinten und schau jetzt, dass deine Decke ungefähr über den Knie platziert hast. Und dreh dich dann so mit den Schultern nach hinten. Komm in den Rückbeugen und schieb dein Becken nach vorne. Schieb dein Brustbein nach vorne rauf. Schau, dass dein Knie fast bei deinem Brustbein bleibt. Einatmen, kommst wieder zurück ins Lot und ausatmen. Setz dich einen Moment hinten auf die Ferse und kommst in einen Child's Pose. Einatmen, kommst wieder deine beiden Knie, nimm deine Zehen wieder runter, nimm deine Füße sanft in deine Lendenregion, dreh deine Schultern nach hinten, schieb dein Brustbein nach vorne auf, dein Becken nach vorne. Schau da, dass deine Knie nicht nach außen ausweichen, sondern auch den grossen Zehenballen belasten. Und dann lehne dich wieder zurück. Schau, dass dein Gesäß entspannt bleibt, so gut wie es geht. Es ist ein leichter Grundtonus. Und dann lehne dich zurück. Einatmen, zurück ins Lot. Und ausatmen, ein weiteres Mal. In Child's Pose. Lass dich über deine Knie sinken. Und leg jetzt mal beide Hände hinten zwischen deine Schulterblätter rein. Du darfst es übereinander legen. Und atme mal in die Region ein und wieder aus. Dann deine Hände wieder nach vorne, setz es gut auf die Matte ab. Und dann in die Brettposition. Schau da, dass du wieder gut ausgerichtet bist, dass deine Schultern oberhalb von deinen Handgelenken platziert sind. Und schieb dich ausatmen, zurück. Und Hund, du nach oben. Jetzt bist du ganz kraftvoll in deinen Händen, gut verankert, gut gefächert, deine Hände, deine Finger. Schieb dein Gesäß nach hinten auf und löse dann deinen rechten Fuß weg von der Matte. Schieb dein gestreckte Bein wieder der Decke entgegen. Öffne dein rechte Becken über die linke Beckenseite. Tu dein Knie jetzt beugen, so als würdest du einen Bleistift wollen, zwischen deinen Kniekehlen einklemmen. Bleib jetzt da, schieb dich noch einmal nach hinten auf. Und wenn du möchtest, kannst du deinen rechten Fuß hinten auf den Boden absetzen
zurück sinken lassen. Und nach außen schienen. Einatmen, gehst, so wie ein Ruck aus deinem rechten Fuß. Komm nochmal ins bockene Bein oben. Streck es aus. Dreh deine Hüfte wieder parallel und setz deinen Fuß wieder zurück auf die Matte. Verweil da einen Moment in deinem Hund. Und so kann plötzlich der Hund ganz easy werden und lass Entspannungsasana dienen. Einatmen, gut, nochmal verankern mit deinen Händen, mit deinen Fingern. Schieb dich nach hinten rauf und löse jetzt deinen linken Fuß. Schieb dein gestreckte Bein der Decke entgegen. Öffne dein Becken. Deine linke Beckenseite über die rechte. Tu dein Knie beugen, so dass wenn du unter der rechten Schulter durchschaust, dass du deinen Fuß sehen kannst. Bleib jetzt da, wenn du möchtest. Oder wenn du noch weiter möchtest, setz deinen linken Fuß hinter dir auf den Boden ab und öffne dich. In den Rückbeugen. Einatmen, gib einen leichten Kick aus dem linken Fuß und komm wieder zurück mit den beiden Händen auf die Matte. Streck dein linkes Bein, dreh es wieder nach oben ein und ausatmen zurück. In den Hund, nach oben schaut. Einatmen, beide Knie beugen, setz es wieder auf die Matte ab. Und ich drehe mich jetzt wieder zu dir nach vorne aus. Du darfst einen Moment auf deine Knie, auf deine Fersen absitzen. Du kannst auch deine Zehen umgeglitzt lassen. Dann hast du die Faszien von deinen Füßen auch noch ein bisschen unter Dehnung. Wir kommen jetzt noch in eine Öffnung zwischen den Schulterblättern. Für das darfst du den rechten Arm über den linken schlagen. Und da in eine Verwirrung von deinen Händen. Deine Hand in der Fläche darfst du aufeinander legen. Deine Ellbogen der Decke entgegenschieben und deine Hände leicht von deinem Gesicht entfernen. Schließe einen Moment deine Augen und geh mal schauen, was jetzt zwischen deinen Schulterblättern ist, wie sich es dort anfühlt. Lass dort deine Atmung einfließen. Die Schulterblätter, die zwei, die dein Herz von hinten stützen und schützen. Öffne dann deine Augen. Wieder gib einatmend Druck in die Handinnenfläche und löse dann mit der Ausatmung sanft deine Arme aus. Schüttle ein bisschen deine Arme, lass los. Und wenn du möchtest, kannst du dich auch jetzt zurücksetzen, also deine Zehen lösen. Und wir gehen gerade in die Gegenseite, das heisst, den linken Arm über den rechten einschlagen und die Handinnenfläche auf. Aufeinander legen, deine Ellbogen der Decke entgegenschieben und deine Hände weg von deinem Gesicht. Schließe da meinst deine Augen und atme nur zwischen deine Schulterblätter hinein. Lass Weite entstehen mit jedem Atemzug. Sanftheit in deinem Gesicht. Vielleicht kannst du das Loslassen von deinen Gesichtszügen ein leichtes Lächeln entstehen von innen raus.
öffne dann deine Augen wieder. Gib einatmend Druck in die Handinnenfläche und ausatmend löse langsam deine Arme aus. Schüttle noch deine Arme ganz sanft. Und setz dich dann gerade neben deine Unterschenkel ab. Nimm dann deine Fußsohlen zueinander an. Schieb es nach vorne weg, dass du da ungefähr ein gleichschenkliges Rechteck hast. Und du darfst jetzt gerne deine Unterschenkel fassen oder um deine Zehen herum oder um deine Grosszehen herum, wie es dir angenehm ist. Mach nochmal einatmend deinen Rücken lang und ausatmend Bauchnabel voran. Verneige zwischen deinen Beinen. Lass dich sinken. Einatmend noch einmal lang werden und ausatmend sinken lassen. Einatmen, lang werden und ausatmen, als weiteres Mal sinken lassen. Wenn du dort angekommen bist, wo du das Gefühl hast, jetzt ist der Punkt erreicht, wo es nicht mehr weitergeht, kannst du ganz sanft deinen Kopf sinken lassen. Und dich verneigen über deine Beine. Lass los. Wird weich in deinen Leisten, deinen Oberschenkel, in deinem Becken. Lass deine Atmung gut fliessen, wird weich in sich. Lass deine Knie zur Seite sinken. Und dann einatmen mit rundem Rücken langsam nach oben. Hilf mit deinen Händen, deinen Knie wieder zueinander. Setz mich wieder auf die Matte und lass dich dann ganz langsam zurück auf die Matte abrollen. Nimm deine Knie näher zu deiner Brust, an und wirbeln von einer Seite zur anderen. Setz deine Füße vorne auf die Matte ab. Nimm das Mattenbreit. Nimm deine Arme in den Kaktus. Gib nochmal sanft Druck in deinen Boden mit deinen Armen, sodass sich deine Schulterblätter nochmal ein bisschen mehr zueinander bewegen können. Mach deinen Nacken lang. Und mit deiner nächsten Ausatmung bringst du dein rechte Knie zu den linken Innenseite von dem linken Fuß. Einatmen, wieder aufstellen. Ausatmen, links Knie richtig. Rechts Ferse. Rechts Knie bleibt aufgestellt. Einatmen, links Knie aufstellen. Ausatmen, Gegenseite. Mach das in deinem eigenen Atemrhythmus. Jeder hat seinen individuellen Rhythmus, verbinde dich mit dem und lass dich führen von deiner Einatmung und von deiner Ausatmung. Eine sanfte Mobilisation von deiner Lendenwirbelsäule, von deinem ISG.
zur Ruhe. Nimm deine Knie noch einmal näher zu dir an. Leg deine Hände so drüber über deine Knie, dass deine Zeigefinger über deine Kniescheiben nach vorne zeigen. Und fang jetzt so Kreiszeichen mit deiner Lendenwirbelsäule. Mit Hilfe deiner Arme bewegst du deine Beine in Kreisbewegungen. Und dann geh die andere Seite rum. Zeichne auf die andere Seite Kreis. Langsam zur Ruhe. Nimm noch einmal deine Knie ganz nahe kommen und du darfst gerne deine Stirn Richtung Knie bewegen. Du kannst auch die Füße übereinander hinnehmen und hier verkreuzt. Respektive die Hände, die Arme übereinander verkreuzt. Und noch ein anderes Päckchen machen. Leg dann deinen Kopf wieder zurück auf die Matte, löse das enge Päckchen auf und stell einen Fuß und den anderen vorne auf die Matte. Dann bitte ich dich, nochmal kurz aufzusitzen und entweder, wenn du den Block hast, darfst du jetzt den nehmen oder auch deine Decke falten oder dein Füße nehmen. Was du jetzt zur Verfügung hast, wenn du die Decke hast, kannst du quer legen und dich dann so drüber legen mit den Schulterblättern über der Decke, dass eine sanfte Rückbeuge im Rücken entsteht. Oder du kannst das auch mit deinem Block machen, indem du den Block anlegst und dann wieder zurücklegst. Deine Schulterblätter auch so ungefähr im Block. Du darfst jetzt gerne die Arme ausgestreckt nach hinten nehmen oder auch in Kaktus. Schau einfach, dass du deine Schultern loslassen kannst und deine Arme gut am Boden verankern. Entweder lässt du deine Füße nach vorne aussinken. Du darfst es auch aufstellen, falls der Druck in deinem unteren Rücken zu gross wird oder du platzierst ein Küsschen oder eine Decke unter deinen Knie. Schau, dass du da loslassen kannst, dass du lang bleibst im Nacken und wenn das nicht geht, kannst du auch da das Küsschen unter den Kopf nehmen, dann bist du ein bisschen höher. Richte es dir wirklich ein, dass es dir bequem ist und lass dich dann zurücksinken auf deiner Unterlage. Ich empfehle dir, deine Füße fast mattenbreit zu nehmen. Entspann deine Gesichtszüge. Du darfst gerne hier in dem Shavasana bleiben. Ich setze dich auf. Lass dich zurücksinken. Wird weich in deinen Gesichtszügen. Lass deine Schultern los. Mach deinen Nacken lang. Und verbinde dich auch da mit deiner Atmung. Nimm bewusst wahr, wie sie hineinfließt und wieder rausfließt. Wie sie Weite schafft und Raum schafft. Und ich lade dich auch hier jetzt, dich ein weiteres Mal mit dem Herzensmoment zu verbinden. Ein Lichtblick jetzt. In dieser sehr unsicheren Zeit.
deinen Lichtblick und verbinde dich mit dem Gefühl, wo du da in deinem Inneren entsteht. Dein Kopf verschmilzt mit deiner Unterlage. Deine Augenbrauen sinken zur Seite. Du bist entspannt zwischen den Augenbrauen. Deine Augen sinken zurück in deine Augenhöhlen. Dein Kiefer ist entspannt. Deine Zunge lässt los. Deine Schultern verschmilzt mit der Unterlage. Deine Arme sind entspannt, deine Finger lassen los. Dein Rumpf lässt los. Dein Becken ist entspannt. Deine Beine lassen los, deine Füße sind ganz entspannt. Lass los. Ich empfehle dir hier noch einen Moment zu verweilen in deinem Shavasana und den Moment der Stille zu geniessen und dich ganz mit deinem Herzensthema jetzt zu verbinden. Und das nachher wirken lassen, was jetzt in deiner Yoga-Praxis entstanden ist. Ich wünsche dir auch jetzt eine ganz schöne Woche. Bleib auch jetzt gesund und hoffe, dass du die nächsten Tage kannst geniessen mit diesen vielen Sonnenstrahlen. Und hoffe, bis ganz bald. Namaste. Danke, dass du da warst.